Jo Leute, willkommen zurück zur Randomizer Nuzlocke Challenge von Pokémon Schwarz und Weiß Edition 2. Im letzten Part haben wir die Kanalisation fertig gemacht und jetzt gilt es, ein weiteres wildes Pokémon zu fangen. Hier in diesem Gebiet, und ich werde jetzt einfach mal hier hinten irgendwo rumlatschen und hoffen, dass ein tolles Pokémon kommt zum Fangen. Und ich bin gespannt, was es ist. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ein Kamerupt! Wie geil ist das denn bitte? Ein Kamerupt. Ich finde das Pokémon voll cool. Das werden wir jetzt versuchen zu fangen. Ich habe immer noch kein Wasser-Pokémon, Leute. Das ist irgendwie traurig. Naja, okay. Ich werde gucken, dass ich es nicht vielleicht kille oder so. Ich glaube, Doppelkick wird es wahrscheinlich killen. Ich probiere das trotzdem. Nein, es wird es nicht killen. Sehr schön. Ein Volltreffer. Glut. Dann hätten wir zwei Feuer-Pokémon. Das bedeutet, dass wir wohl bald eins von beiden rausmachen müssen. Schnabel. Und ich habe ihn... Oh, er kann Erdbeben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schnell Pokémon wechseln. Auf den Bowls. Denn der liebe Bowls hat Schwebe und kriegt deswegen keinen Damage von Erdbeben-Attacken. So. Und jetzt werden wir versuchen, ihn zu fangen. Bevor wir das tun, werden wir ihn aber erst nochmal mit einer Dönerwelle kurz... Es hat keine Wirkung. Ach so. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, dann werde ich jetzt eben ihn halt so fangen. Super Bell in your face. The Super Ball goes in dein face. Komm. Komm. Kamerupt. Kamerupt. Bleib dabei. Kamerupt. Okay. Kamerupt. Und viele von meinen Zuschauern wollten ein Pokémon sein in meinem nächsten, also in meinem nächsten Part, was auch immer. Viele Leute wollten das schon. Ich werde jetzt ganz kurz cutten und werde nach einem passenden Namen in den Zuschauerkommentaren, was auch immer, gucken. Und wenn ich was finde, mache ich das. Wenn nicht, finde ich einen eigenen Namen. Also würde ich sagen, bis gleich. Okay, Leute, da sind wir wieder und ich weiß gar nicht ganz genau, ob der Zuschauer so, also ob der Zuschauer ein Pokémon sein wollte. Ich meine aber, dass er schon mal gefragt hatte. Ich werde das Ding jetzt einfach, ich hoffe, da ist mir keiner böse und vor allem der Zuschauer, der gemeint ist, ich werde ihn jetzt einfach Sasuzu nennen. Sasuzu ist unser Sasuzu ist... Da werde ich schon noch viele Zungenbrecher haben. Unser Sasuzu ist ein Kamerupt. So. Und er hat eine Fragiabeere bei sich getragen. Das heißt, als allererstes nehmen... wird es Zeit, dass wir Sasuzu sein rechtmäßiges Item in die Hand drücken. Und dann werden wir kurz ins Pokémon Center rennen und die Levelmontage machen. So, wo ist das Item, was er benötigt? Um ein bisschen Uff zu steigern. Also das Gegenteil von Schalke. Aufsteigen. Sorry, alle Schalke-Fans. Tut mir leid. Ja, dann würde ich sagen, rennen wir ins Pokémon-Center irgendwie. Oh, da sind Trainer. Da sind Trainer. Und ich habe keine Lust auf Trainer. Sekunde. So, 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 so. Okay, wir rennen noch ganz kurz onscreen ins Pokémon-Center. Weil Baum, weil Lust und so. Und dann kommt die Crazy Doom-Level-Montage. Wir dürften bei ungefähr 4 Minuten schon sein. Levelmontage vielleicht nochmal 3 Minuten. 5 Minuten insgesamt. 5 bis 6 Minuten, denke ich. Und dann geht's weiter mit Arena Leader of Crazy Doom. Und wie gesagt... Ui. Was willst du denn von mir? Wir haben Blitz gekriegt. Oh, wunderbar. Wir können jetzt die Dunkelheit erhellen. Aha, alles klar, okay. Mhm, ciao. Ja. Der wollte mich flashen. Wie auch immer. Ich bin jetzt total perplex. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich wollte irgendwas sehr, sehr, sehr Wichtiges sagen. Zum Beispiel Baum und sowas. Willst du die Pokémon fit machen? Alles gleich, nimm dein Pokémon Obhut. Und alles ist geht. Dann sehen wir uns mal wieder. Und dann würde ich sagen, alles so. Ja, machen wir auch Rennen und so, das ist klar. Dann würde ich sagen, Leute, jetzt mache ich den kurzen Cut und dann machen wir die Levelmontage. Wir sehen uns gleich.
So, liebe Leute, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt die Levelorgie hinter uns. Es war nicht leicht zu leveln, muss ich mir dazu sagen. Ich bin jetzt zwischen Level 21 und 24, also ungefähr so wie der Arena-Leiter. Ich denke mal, das ist fair. Und dann begeben wir uns doch mal in seine Arena, denn die müssen wir doch auch erstmal aufräumen. Oh yeah! Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, ob wir was reißen können. Wir haben ungefähr 9 Minuten, um es aufzunehmen noch. Also ich weiß ja natürlich nicht, wie lang die Leveling-Montage am Ende ist, weil ich die ja aufspeede im Programm nochmal. Aber ich denke mal, dass wir ungefähr 3 Minuten bis 4 Minuten Level-Montage haben. Also haben wir noch 9 Minuten für so. So, alles klar. Tafelwasser. Wir haben übrigens keine Heiltränke dabei. Das fällt mir gerade auf. Deswegen, sorry, nochmal ganz kurz. Wir müssen nochmal rausrennen und Heiltränke kaufen. Denn Arena-Leiter nutzen Tränke. Das heißt, wir dürfen auch Tränke benutzen. Boah, Leute, ich bin so gehypt. Das kann was werden. Der dritte Arena-Leiter. Klar, wir sind ungefähr auf dem gleichen Level wie er. Und wir haben mehr Pokémon als er, was ein großer Vorteil für uns ist. Wobei es natürlich schade wäre, wenn eines unserer Pokémon im Kampf dann besiegt wird. Aber er kann auch legendäre Pokémon haben. Deswegen ist es schon fair, dass wir uns mit Supertränke vollstopfen. Ich hole jetzt mal 10 Supertränke. Und vom Restgeld kaufe ich ein paar Superbälle, weil ich ja auch wieder Bälle verbraucht habe. Und bestimmt irgendwann mal demnächst wieder eine Route oder ein Ort kommt, in dem wir Pokémon fangen können. Ach, da fällt mir ein. Ich meine zumindest, dass im Untergrund, da wo die Kanalisation ist, noch 1-2 Gebiete sind, wo man Pokémon fangen kann. Also mindestens ein Gebiet, welches als ein eigenständiges Gebiet zählt. Da werden wir auch noch hinrennen und da werden wir auch noch ein Pokémon fangen. Und das machen wir aber alles erst nach dem Arena-Leiter. Das ist dann unser 7. Pokémon. Falls wir hier eins verlieren, kommt es uns bestimmt gerade richtig, ein neues fangen zu können. So. Ich muss dazu sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie die Arena hier abgeht. Ich habe die total aus dem Kopf, total vergessen. Da ist ein Clown. Und Clowne, Klöne, Klone, die mögen wir natürlich, ne? Vor allem, wenn es geklonte Schafe sind. Der Kasper Mike mit 2 Pokémon. Oh, Wundemon. Ich muss ja dazu sagen, wir haben den großen Nachteil, dass wir noch kein, Ach, ich habe die Kampfanimation noch aus, wegen der Levelmontage eben. Wir haben den großen Nachteil, dass wir noch kein Wasser-Pokémon haben. Wir können uns aber trotzdem so lange noch durchbeißen. Wir haben, glaube ich, auch kein Pflanzen-Pokémon. Jawohl, unser neues Zazuzu. Der geht ab, der hat einiges gelernt, der hat Flammensturm gelernt in der Levelmontage. Ja, und wie ihr sehen könnt, Intensität geht voll aufs Gerät. So. Gelatropo, da können wir eigentlich gleich drinnen bleiben, denn Gelatropo hat Schwäche. Feuer! Ich weiß nicht, ob Flammensturm mir irgendwie selber was abzieht. Ich probiere es einfach mal aus. Okay, anscheinend hat Flammensturm gar keinen Nachteil, gar keinen... Oh, und auch Julian lernt jetzt Funkenflug. Das machen wir jetzt... Oh, das ist schwer. Funkenflug hat eine Stärke von 70, ist speziell, und ein Eschern ist speziell eine Stärke von 30. Ich möchte nämlich eigentlich Biss behalten. Unser Schneider kann ich nicht wegmachen. Gena möchte ich eigentlich auch behalten. Ich mach mal ein Eschern weg. Ein Eschern für Funkenflug. So, der Kasper Mike wurde besiegt. Ist kein Clown, offiziell ein Kasper, ja? Das ist ganz anders da, weil ihr dürft die nicht diskriminieren. Sonst rufen die die Pullerei an und dann pullern die. Und das ist nicht so schön. Ich meine, könnt ihr euch ja natürlich vorstellen, wie das ist, wenn man angepullert wird. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Was ich für ein Unsinn laber. So, jetzt sind wir hier oben. Ah, okay, und hoch. Und da kommt wieder eine geklonte Katze aus dem Kokon. Nein, es ist ein Kasper. Wir müssen politisch korrekt bleiben hier. Landon heißt er. Nicht Professor Layton, dann würde ich schon sagen, oh, lololol. Aber so, also, dem ist nicht so. Aber so, dem ist nicht so. Was laber ich? So, als allererstes mal. Oh, ich habe immer noch die Kampfanimation aus. Holy Sandwich. Das ist Feuerkäfer.
Feuerkäfer. Ich komme mal kurz mit Moongaze. Ich meine, dass er zwar Schwächekäfer. Ich verwechsel das immer. Hat Psycho jetzt Schwächekäfer oder ist es stark gegen Käfer? Blutsauger in mein Face. Wir finden es gleich heraus. Ja, ich glaube, wir finden es doch nicht heraus. Und jetzt kommt ein Cellast. Und gegen Cellast werden wir auf jeden Fall mal Julian einsetzen. Denn der braucht noch ein bisschen Erfahrungspunkte, wie ihr schon unschwer erkennen könnt. Und ich glaube, der Part wird doch gar nicht so allzu lang gehen, sehe ich gerade. Also wir werden den Arenaleiter in diesem Part nicht mehr schaffen. Aber vielleicht, ihr müsst ja so denken. Vielleicht denkt ihr euch, ist langweilig, der kämpft ja eh nur gegen Trainer. Aber die könnten auch zum Beispiel Legendäre haben oder ganz crazy Shit kommen. Also weiter gucken, es könnte noch spannend werden in den letzten paar Minuten. Ich möchte jetzt ganz kurz mal in Optionen einmal die Animation anmachen, weil das ist epic und so. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Doch, wir brauchen das. Ich verspreche, dass wir brauchen. So, und da hinten ist noch ein Klon. Den können wir auch nochmal klonen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja bis direkt vor den Arenaleiter. Drei Pokémon hat er. Snubbull. Der Schnubbel hat er. So, und dann machen wir folgendes bei Snubbull. Wir sorgen dafür mit einer Donnerwelle, dass er ein bisschen außer Gefecht gesetzt wird. Ja, ist gut. Snubbull. Charme. Er setzt seinen Charme ein, ja. Es hat auch so eine kleine, so ein kleiner Köter für einen Charme, ey. Das ist doch nicht normal. So, dann greifen wir mal mit Schockwelle ein bisschen an. Das ist ein Skill, den wir gelernt haben, als wir gepowerlevelt haben. Oh, sehr schön. Und nochmal, Schockewelle. Und nicht vergessen, Leute, wenn ein Pokémon von mir stirbt, dann ist das komplett weg. Das bedeutet, wenn der Arenaleiter mich zwar nicht komplett besiegen kann, aber alle bis auf einen wegkriegt, dann ist er immer noch. Dann hat er immerhin mich schon geschwächt für den nächsten Arenaleiter. Irgendeiner kriegt mich vielleicht klein. So. Ich weiß nicht. Zapplerang wird eingesetzt. Der hat keine Schwebe, das würde man sehen. Das heißt, Intensität sollte eigentlich sehr böse sein. Der hat Schwebe? Er läuft doch! Don't kid me, ey, komm. Komm, verarsch mich hier nicht, ey. Nein, jetzt kommt sowas. Nein! Oh, 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 das ist schlecht. Er hat Knirscher. Er hat Knirscher. Oh mein Gott! Nein! Moongaze! 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 Moongaze, nein! Moongaze! Oh, ich dachte schon, wir sind jetzt down. Aber ich werde mal mit Psystra gucken, ob ihr was reißen kann. Ja, was reißen auf jeden Fall. Komm schon, einmal am Psystra, Psystra und. Ach, Leute, das ist ja richtig crazy. Ich habe schon gedacht, der Zapplerang killt jetzt meinen Moongaze. Übrigens habe ich mich beim Namen vertan. Moongaze heißt gar nicht, das heißt Mondblick im Prinzip. Es heißt gar nicht Mondblick, doch es heißt Mondblick. Es heißt nicht Mondstaub oder Monddunst oder Mondschleier, es heißt Mondblick. So, Casper Mallory. Mallory heißt der. Der Casper Mallory, Alter. Der kriegt jetzt einen Doppelkick. So, bam, bam. Hier kriegst du meine Käsemauken. Voll funny. Ich habe so ein Nackenkissen, was in der Form von einem gelben Käsefuß ist. Und das sieht genauso aus wie der Fußkick von Mr. Kinge. Diese Nackenkissen sind übrigens awesome. Aber wer hält schon einen Fuß in den Nacken? Und Julian erreicht Level 23, habe ich gerade gesehen. Der Part ist auch schon vorbei. Da muss ich sagen, Leute, das war's erstmal. Wenn euch der Part gefallen hat, die Levelmontage gefallen hat, vergisst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ich bin Belias LP. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.